Willkommen zu den Gesichtern Asiens. In der nächsten halben Stunde erzählen wir Ihnen Geschichten von Menschen auf diesem großartigen Kontinent, zum Beispiel von den Teilnehmern an diesem Lichterfest in Thailand. Doch zunächst gibt es Bizarres zu berichten von Menschen und Tieren. Er tut es, aber auch sie tut es. Kanchana und Buntawi sind ein modernes, junges Paar in Thailand mit gemeinsamen Berufsinteressen. Beide schmusen mit Insekten. Buntawi Sieng Wong ist der Star der Schlangenfarm von Koh Samui. Er hat sich hier vom Platzanweiser hochgearbeitet zu Mr. Tausendfüßler. Nun hat er gar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gewonnen. Und mit Skorpionen kann er auch umgehen. Harter Kampf um die Touristendollars. Die Koh Samui Schlangenfarm ist nicht eben überlaufen. Aber Buntawi Sieng Wong hat hier sein kleines Glück gemacht. Kanchana Ketkae ist seine Partnerin auf der Bühne und im Leben. Einst kam sie als Touristin her, sie blieb und wurde seine Lebensgefährtin. Eine Liebesromanze zwischen giftigem Ekelgetier. Der Chef der Schlangenfarm ist froh über die Doppelattraktion der beiden, denn sie sind berühmt in Thailand. Sie machte als erste Schlagzeilen in der Boulevardpresse. 32 Tage und Nächte verbrachte sie mit einigen hundert giftigen Skorpionen in einem 12 Quadratmeter großen Glaskasten. Ein Show-Event im Touristenort Pattaya. Sie gewann einen Eintrag ins internationale Rekordbuch. Ein halbes Jahr später am gleichen Ort, Buntawi Sieng Wong, inzwischen ihr Ehemann, beginnt seine Rekordsitzung. 28 Tage mit 1000 Tausendfüßlern. Zum Auftakt lässt er sich von Schlangen in die Hände beißen. Die Bilder des lokalen Fernsehens zeigen das mutige Paar. Auch ihr wird's durchstehen. Damit bricht er eine bislang in Malaysia gehaltene Bestleistung. Und ebenfalls einen Eintrag ins Buch der Rekorde. Er ist 26 Jahre alt und ziemlich immun gegen Tiergifte. Zweck der Übung ist Werbung für eine Firma. Der Lohn des Ruhms für ihn 750 € und ein Moped. Bei ihr waren es 1200 €. Riesenrummel bei der Preisverleihung. Das Publikum ist hin und her gerissen zwischen Bewunderung und Ekel. Unsere beiden sind müde vom Kampf um kurzen Ruhm und wirken verloren im Gewühl. Nein, sagt sie, zwischen uns beiden gibt's keine Konkurrenz. Na ja, sagt er, sie war schon im Buch der Rekorde, da wollte ich das auch. Auftritt für den Tausendfüßlermann im thailändischen Fernsehen nach seinem erfolgreichen Rekordversuch. Interview in einer Kuriositätenshow. Er erklärt, wie man den Kopf des Tausendfüßlers zwischen die Zähne nimmt, damit der nicht beißen kann. Sie ist unruhig. Das Gift ist gefährlich, sagt sie, aber er ist ja Profi. In Wahrheit haben beide, Verzeihung, die Schnauze voll. Ich habe so viel Gift im Leib, sagt er, viel mehr geht nicht. Wir haben ein Haus gekauft und machen ein Restaurant auf. Wir beide wollen jetzt endlich normal leben. Zurück auf der Schlangenfarm von Koh Samui, wo alles anfing. The show must go on, aber bald ohne Mr. Tausendfüßler und die Skorpion-Lady. Sie sind am Ende ihres seltsamen Weges zum kleinen Glück. Die Zwillingsstürme von Kuala Lumpur sind Malaysias ganzer Stolz. Die sollen zeigen, wie modern das Land ist. Ganz moderne Leute springen sogar von hier hinunter. Es nennt sich Base Jumping, das Springen von Häusern, Türmen oder Bergen. Und es dürfte etwa so gefährlich sein, wie es aussieht. Malaysias Hauptstadt ist der einzige Ort der Welt, an dem regelmäßig internationale Meisterschaften ausgetragen werden. Dieser Teilnehmer, Edgar Kraus aus Bad Tölz, trägt eine Kamera am Helm und so können wir sehen, was er sieht, wenn er sich über die Rampe stürzt. Auch vom benachbarten Fernsehturm aus wird gesprungen. Schiedsrichter und Springer haben Spaß an der Turmkante. Amanda heißt das geworfene Mädchen, angereist aus San Francisco auf eigene Kosten, wie alle hier. Hinzu kommen 500 € Startgeld. Ahmad Aziz aus Malaysia ist der einzige Teilnehmer aus Asien an diesem Tag. Alle anderen kommen aus Europa, Amerika, Australien. Wir machen damit Werbung für Malaysia, sagt Jasmina Lee von der veranstaltenden Agentur. Wir haben so schöne Wolkenkratzer, sicher für Sprünge. Ausländer kommen hierher, weil daheim das Springen von Gebäuden verboten ist, sagt Edgar. Das Gute, dass die Asiaten halt da irgendwie ein bisschen offener sind, vielleicht für, dass man Gebäude mal legal springen darf. Weil das ist in Europa immer so ein bisschen, da sind die nicht so offen dafür. Ahmad Aziz ist soweit, er plant einen Doppelsprung. 3, 2, 1, see ya. Basejumping ist eine ungewohnte Sache in Asien. Freizeit zu haben und sie mit künstlichen Abenteuern zu füllen, ist hier noch neu. Das hat keine Tradition bei uns, sagt er, und es ist extrem. Es gibt noch Leute, die das verbieten wollen, aber sagt er, das ist der Extremsport des Jahrtausends. But again, this is the sports of the millennium and this is extreme. Nein, Basejumper sind keine Drogenfreaks. Die meisten sind auch noch erfolgreich im Beruf. Süchtig sind sie nach ganz anderem. Jimmy Freeman aus Australien holt sich seinen Kick als Vogelmensch. Ahmad Aziz ist unterwegs und er hat sich einen Umweg vorgenommen. Er lenkt seinen Fallschirm einmal um den Fernsehturm. Das hat sich heute noch keiner getraut. Assis ist 47 Jahre alt, Kaufmann von Beruf. Landen muss er auf den Knien, weil seine Fußgelenke vom Springen längst kaputt sind. Da ist er nicht der Einzige. Wahnsinn, sagt er, einmal um den Turm. Ja, sagt er, mir kommt das Adrenalin gleich aus den Ohren. 452 Meter hoch sind die Petronas-Türme von Kuala Lumpur. Weil sich die oberen Stockwerke konisch verjüngen, muss von tieferem Stockwerk gesprungen werden. 300 Meter, 5 Sekunden freier Fall, dann Reißleine. Für diese 5 Sekunden leben die Basejumper. Wenn sie 6 Sekunden warten würden, könnten sie hinterher nichts mehr erzählen. Nächstes Jumperziel in Asien, Shanghai. Eins können Sie mir glauben, es ist bisweilen heiß in Zentralvietnam, brutal heiß. In Hue pflegt das kommunistische Vietnam die Erinnerung an historische Royalty. In Hue haben sich auch viele alte Bräuche und Handwerke erhalten. Wir stellen vor, die Menschen, die die Drachen machen. Zum romantischen Erscheinungsbild von Hue gehören solche Drachen. Kunstvoll zerbrechliche Gebilde wie Geister hochfeiner Mandarine und graziler Hofdamen. Über der Zitadelle flattert die revolutionär rote Fahne Vietnams, aber im Kaiserpalast herrscht eine romantisch-melancholische Stimmung, ein Hauch von Dekadenz. Touristen bestaunen die Thronsäle, aber sie wissen, dass Hue so etwas darstellt wie eine späte Blüte der vietnamesischen Adelsgeschichte. Hier starb das alte Vietnam. Nguyen Van Be ist einer der prominentesten Künstler von Hue, ein Meister des Drachenbaus. In seinem Atelier wird ständig an neuen Drachen gebastelt. Nguyen Van Be ist Chef des Drachenclubs der Stadt. Viele kommen zu ihm, um seine Kunst zu erlernen. Seit Generationen betreibt seine Familie den Drachenbau. Manchmal nehmen wir auch moderne Motive wie den Jet, sagt er, aber es überwiegen traditionelle Vorbilder. Zur Kaiserzeit war der Drachenflug Teil des Hofrituals, übernommen aus China, wie so vieles in Vietnam. Nguyen Van Be ist staatlich anerkannter Mann der Kunst, auch Musiker und Maler. Seine Liebe zum Drachenbau will er auch der nächsten Generation vermitteln. Die Farben sind von großer Bedeutung, sagt er. Gelb und Rot sind die Farben des Kaisers. Der Drachenclub von Hue ist unter Eingeweihten weltweit bekannt. Er zeigte seine Meisterwerke bei Fliegertreffen in ganz Asien und auch Europa. Auf dem großen Platz vor der Zitadelle üben Schulkinder das Exerzieren. Sehr militärisch wirkt das nicht. Vietnam entwickelt sich trotz kommunistischer Herrschaft ganz langsam zu einer immer zivileren Gesellschaft. Unter den Touristen treffen wir zufällig einen Mann, der sich Mr. King nennt. Ein in die USA geflohener Vietnamese. Seinen richtigen Namen kann dort kein Mensch aussprechen. Xuan Thach war 14, als er mit den Eltern das Heimatland verließ. Heute ist er amerikanischer Staatsbürger und als Tourist hier. Seine Frau und er legen zum Spaß kaiserliche Seide an. Für 150 Jahre residierte hier die Nguyen-Dynastie. Doch die Kaiser von Hue standen früh unter dem Einfluss französischer Kolonialmacht. Die Pracht der Paläste entsprach nicht den Machtverhältnissen, war ein Stück weit eine Posse. Xuan Thach alias Mr. King lebt heute im fernen Virginia Beach. Wie so viele chinesischstämmige Vietnamesen verließ er das Land, weil seine Familie unter den nationalistischen Kommunisten keine Chance für sich sah. Heute kommen viele als Touristen zurück. Diese 9 Riesenurnen sind das Fotomotiv von Hue. Es ist ja jetzt erlaubt, wieder herzukommen, sagt Mr. King. Viele Freunde von mir waren hier und sagten, du musst das sehen, so viel hat sich geändert, jetzt bin ich hier. Überall am Palast wird renoviert. Die Zeit, in der Baudenkmäler von Hue als gefährdete Kulturdenkmäler galten, scheint vorüber. Aber noch werden weite Teile des Palastes als Gemüsefelder benutzt. Vietnam ist arm, hat nicht genügend Mittel für den Wiederaufbau. Meister B. ist vorm Palast angekommen, er will für uns seine Drachenkollektion fliegen lassen. Die ganze Familie ist da, auch sein Enkel. Am Palast von Hue finden an Feiertagen große Drachenfeste statt. Eine Fahrradrikscha bringt weitere Kunstwerke. Meister B. macht sich Sorgen, nicht genug Wind heute, sagt er. Aber er will es trotzdem versuchen, die Drachenflieger haben ihre Tricks. Und ein schönes Schauspiel ist der Start allemal. Der Drache ist das Symbol des Kaisers. Dieser ist 60 Meter lang und ein kompliziertes Gebilde. Der Kaiser fliegt, aber nur kurz vor der Fahne des neuen Vietnam. Meister B. ist 78 Jahre alt, aber enthusiastisch wie ein kleiner Junge. Beim nächsten Drachenfest zu Neujahr soll es mehr Wind geben. Kann denn Todsein Spaß machen? Bei dieser Frage endet meine Reporterneugier. Aber es ist allgemein bekannt, so wie man sich betten lässt, so liegt man. Ein Geschäftsmann in Malaysia sieht Totenruhe als Big Business. Wer sich im Kopf dieses Riesendrachen beerdigen lässt, kann über Langeweile nicht klagen. Lasershow zur Totenfeier. Mr. Kong ist stolzer Besitzer der Actionkapelle. Trockeneis und Laserlicht aus dem Buddha. Kong Hong Kong ist einer der erfolgreichsten Unternehmer von Malaysia. Professionelle Trauerhilfe war lange unbekannt in Asien. Mr. Kong ist ein Pionier. Und er hat Millionen damit gemacht. Wer hat sich dies alles ausgedacht? Na, ich, sagt er. 6.000 Urnenkammern birgt sein Drache. Für 6.000 Euro verkauft er sie an künftige Tote. Man kann es auch klassisch haben. Über 200 Hektar sanft abfallendes Gelände voller Gräber. Das Einstiegsmodell ab 1.500 Euro. Begräbnis inklusive. Jede Beerdigung top durchorganisiert. In einer Viertelstunde ist alles vorbei. Selbst die Priester sind Angestellte von Mr. Kong. Importiert aus China, kosten sie weniger. Hier 15.000, 20.000 Leute haben schon eingecheckt, sagt er. Als Sterbeversicherung verkauft haben wir weitere 40.000 bis 45.000 Plätze. Ja, sagt er, die kommen dann später. Viele Gräber sind nur halb belegt. Die Namen des künftigen Bewohners stehen schon darauf. Noch in roter Farbe gehalten. Rot lebt noch, Gold ist schon da. Dies ist ein chinesischer Friedhof. Mr. Kongs Firma heißt Nirvana Multi und beschäftigt ein Heer von Spezialisten. Nirvana-Aktien werden an der Börse gehandelt. Sein Motto, gestorben wird immer, Krise hin, Krise her, irgendwann kommt's für jeden. You have a crisis, you still have to come. Bad time also come, good time also has to come. You have to face it one day. That's why I feel that it's a very good opportunity to run in this business. Bai Guang galt einst als die Marlene Dietrich des Ostens. Jetzt liegt sie hier und singt, wenn man ans Grab tritt, zeigt Mr. Kong. 120.000 Euro hat ihr Mann dafür ausgegeben. Sein Platz ist noch frei. Noch einmal, weil es doch so schön war. Menschen, die vom Tropenhimmel stürzen und diesmal beinahe in Bangkoks Tempel rauschen. Diese Frauen und Männer haben nur eins im Sinn, sie wollen unbedingt Händchen halten. 357 Springer am Himmel über Thailand, ein Weltrekord. Und noch ein Rekord, der größte Massensprung aller Zeiten, ausgerechnet über Bangkok. Bei starkem Wind das größte Problem, nicht in Pagoden und Königspaläste zu rauschen. ...672 Springer aus aller Welt, dieser aus Thailand bedankt sich, dass er nicht den Königsgarten aufschlug. Das Lichterfest Loy Krathong gehört zu den schönsten Festen von ganz Asien. Gefeiert wird es in ganz Thailand, aber vor allem an dessen Ursprungsort, der alten Königsstadt Sukhothai. Ein Fest zu Ehren des Wassers. Höhepunkt um Mitternacht. Aus ganz Thailand sind die Menschen angereist, um in der Vollmondnacht ihre Krathong, Kisten aus Holz und Blumen, aufs Wasser zu setzen. Alle aufgestauten Sorgen des Jahres, sagt der Volksglaube, schwimmen so davon. Den ganzen Tag über sind solche Prozessionen durch Sukhothai gezogen, alle umliegenden Provinzen wetteifern um die hübscheste Tanztruppe und den schönsten und größten Krathong. Der Ort Sukhothai gilt als die Wiege der thailändischen Kultur, darum die elegante Goldpracht, die gemessenen Tänze, der Ehrgeiz, die Tradition zu pflegen. Am Trapantong-Tempel treffen wir diese Gruppe alter Damen beim Krathong-Basteln. Die wird man später verkaufen, der Erlös geht als Spende an den Tempel. Mit den Blumen und Lichtern, sagt Bei Jung Mahasan, ehren wir das Wasser und bitten um Verzeihung, weil wir es so oft missbrauchen und verschmutzen. Der Wasserkult ist uralten Ursprungs, Angkor Wat ist gar nicht so weit von hier, der Buddhismus hat ihn später adaptiert. Sukhothai mit seinen Tempelruinen gilt als erste Hauptstadt eines unabhängigen Thailand. Tänzerinnen bereiten sich auf den Abend vor, überall werden kleine Lampen vorbereitet. Zu Tausenden wird man sie später gleichzeitig anzünden für eines der schönsten Spektakel Asiens. Die großen Krathong sind inzwischen an ihren Plätzen angekommen. Tage und Nächte lang haben Bürgervereine daran gebastelt. Die letzten Blumen werden erst ganz zum Schluss befestigt, damit sie noch frisch sind zum Fest. Dann werden sie zu Wasser gelassen. Für die originellsten und aufwendigsten Gebilde gibt es später Siegespreise. Ringsum wogen die Massen, einige 100.000 Besucher strömen 3 Tage lang durch den alten Tempelbezirk. Mitternacht kommt näher, spätestens jetzt wird es Zeit, sich seinen eigenen kleinen Krathong zu kaufen. Unsere alten Damen scherzen derweil mit den Mönchen. Gebet am Ufer, die Frauen erwerben sich mit der Tempelspende Verdienst fürs Jenseits und auch sie lassen ihre Krathong davon schwimmen mit den Sorgen und der Bitte an das Wasser um Verzeihung. Und dann beginnt in den Tempelruine das ganz große Lichterfest. Weniger Touristenzauber als reichlich nationalistische Historienshow. So sieht sich Thailand selbst. Die Frau von König Ramkhamhaeng, der einen neuen Buddhismus ins Land holte, soll das Fest der schwimmenden Lichter begründet haben. Dies Fest repräsentiert die Seele des Landes. Vor 700 Jahren regierte hier der historisch belegte König, der den Beinamen der Große trägt. Ihn ehrt die Lasershow und der Massenstart von Heißluftballons. Inzwischen schwimmen überall auf den Teichen des Tempelbezirks die kleinen Krathong der Besucher und mit ihnen die Hoffnungen und die Wünsche der Thai. Das waren sie dann für heute, die Gesichter Asiens. Demnächst mehr aus dem Südostasien-Studio der ARD in Singapur. Er sieht, wenn er sich über die Rampe stürzt. Auch vom benachbarten Fernsehturm aus wird gesprungen. Schiedsrichter und Springer haben Spaß an der Turmkante. Amanda heißt das geworfene Mädchen, angereist aus San Francisco auf eigene Kosten, wie alle hier. Hinzu kommen 500 € Startgeld. Ahmad Aziz aus Malaysia ist der einzige Teilnehmer aus Asien an diesem Tag. Alle anderen kommen aus Europa, Amerika, Australien. Wir machen damit Werbung für Malaysia, sagt Jasmina Lee von der veranstaltenden Agentur. Wir haben so schöne Wolkenkratzer, sicher für Sprünge. Ausländer kommen hierher, weil daheim das Springen von Gebäuden verboten ist, sagt Edgar. Das ist das Gute, dass die Asiaten halt da irgendwie ein bisschen offener sind, vielleicht für, dass man Gebäude mal legal springen darf. Weil das ist in Europa immer so ein bisschen, da sind die nicht so offen dafür. Ahmad Aziz ist soweit, er plant einen Doppelsprung. 4, 3, 2, 1, see ya. Basejumping ist eine ungewohnte Sache in Asien. Freizeit zu haben und sie mit künstlichen Abenteuern zu füllen, ist hier noch neu. Das hat keine Tradition bei uns, sagt er, und es ist extrem. Es gibt noch Leute, die das verbieten wollen, aber sagt er, das ist der Extremsport des Jahrtausends. Tinher, sie blieb und wurde seine Lebensgefährtin. Eine Liebesromanze zwischen giftigem Ekelgetier. Der Chef der Schlangenfarm ist froh über die Doppelattraktion der beiden, denn sie sind berühmt in Thailand. Sie machte als erste Schlagzeilen in der Boulevardpresse. 32 Tage und Nächte verbrachte sie mit einigen 100 giftigen Skorpionen in einem 12 Quadratmeter großen Glaskasten. Ein Show-Event im Touristenort Pattaya. Sie gewann einen Eintrag ins internationale Rekordbuch. Ein halbes Jahr später am gleichen Ort, Buntawi Sieng Wong, inzwischen ihr Ehemann, beginnt seine Rekordsitzung. 28 Tage mit 1000 Tausendfüßlern. Zum Auftakt lässt er sich von Schlangen in die Hände beißen. Die Bilder des lokalen Fernsehens zeigen das mutige Paar. Auch ihr wird's durchstehen. Damit bricht er eine bislang in Malaysia gehaltene Bestleistung. Und ebenfalls einen Eintrag ins Buch der Rekorde. Er ist 26 Jahre alt und ziemlich immun gegen Tiergifte. Zweck der Übung ist Werbung für eine Firma. Der Lohn des Ruhms für ihn 750 € und ein Moped. Bei ihr waren es 1200 €. Riesenrummel bei der Preisverleihung. Das Publikum ist hin und her gerissen zwischen Bewunderung und Ekel. Unsere beiden sind müde vom Kampf um kurzen Ruhm und wirken verloren im Gewühl. Nein, sagt sie, zwischen uns beiden gibt's keine Konkurrenz. Na ja, sagt er, sie war schon im Buch der Rekorde, da wollte ich das auch. Auftritt für den Tausendfüßlermann im thailändischen Fernsehen nach seinem erfolgreichen Rekordversuch. Interview in einer Kuriositätenshow. Er erklärt, wie man den Kopf des Tausendfüßlers zwischen die Zähne nimmt, damit der nicht beißen kann. Sie ist unruhig. Das Gift ist gefährlich, sagt sie, aber er ist ja Profi. In Wahrheit haben beide, Verzeihung, die Schnauze voll. Ich habe so viel Gift im Leib, sagt er, viel mehr geht nicht. Wir haben ein Haus gekauft und machen ein Restaurant auf. Wir beide wollen jetzt endlich normal leben. Zurück auf der Schlangenfarm von Koh Samui, wo alles anfing. The show must go on, aber bald ohne Mr. Tausendfüßler und die Skorpion Lady. Sie sind am Ende ihres seltsamen Weges zum kleinen Glück. Die Zwillingsstürme von Kuala Lumpur sind Malaysias ganzer Stolz. Die sollen zeigen, wie modern das Land ist. Ganz moderne Leute springen sogar von hier hinunter. Es nennt sich Base Jumping, das Springen von Häusern, Türmen oder Bergen. Und es dürfte etwa so gefährlich sein, wie es aussieht. Malaysias Hauptstadt ist der einzige Ort der Welt, an dem regelmäßig internationale Meisterschaften ausgetragen werden. Dieser Teilnehmer, Edgar Kraus aus Bad Tölz, trägt eine Kamera am Helm und so können wir sehen, was... Nein, Basejumper sind keine Drogenfreaks. Die meisten sind auch noch erfolgreich im Beruf. Süchtig sind sie nach ganz anderem. Jimmy Freeman aus Australien holt sich seinen Kick als Vogelmensch. Ahmad Aziz ist unterwegs und er hat sich einen Umweg vorgenommen. Er lenkt seinen Fallschirm einmal um den Fernsehturm. Das hat sich heute noch keiner getraut. Assis ist 47 Jahre alt, Kaufmann von Beruf. Landen muss er auf den Knien, weil seine Fußgelenke vom Springen längst kaputt sind. Da ist er nicht der Einzige. Wahnsinn, sagt er, einmal um den Turm. Ja, sagt er, mir kommt das Adrenalin gleich aus den Ohren. 452 Meter hoch sind die Petronas-Türme von Kuala Lumpur. Weil sich die oberen Stockwerke konisch verjüngen, muss von tieferem Stockwerk gesprungen werden. 300 Meter, 5 Sekunden freier Fall, dann Reißleine. Für diese 5 Sekunden lieben die Basejumper. Wenn sie 6 Sekunden warten würden, könnten sie hinterher nichts mehr erzählen. Nächstes Jumperziel in Asien, Shanghai. Eins können Sie mir glauben, es ist bisweilen heiß in Zentralvietnam. Willkommen zu den Gesichtern Asiens. In der nächsten halben Stunde erzählen wir Ihnen Geschichten von Menschen auf diesem großartigen Kontinent, zum Beispiel von den Teilnehmern an diesem Lichterfest in Thailand. Doch zunächst gibt es Bizarres zu berichten von Menschen und Tieren. Er tut es, aber auch sie tut es. Kanchana und Buntawi sind ein modernes, junges Paar in Thailand mit gemeinsamen Berufsinteressen. Beide schmusen mit Insekten. Buntawi Sieng Wong ist der Star der Schlangenfarm von Koh Samui. Er hat sich hier vom Platzanweiser hochgearbeitet zu Mr. Tausendfüßler. Nun hat er gar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gewonnen. Und mit Skorpionen kann er auch umgehen. Harter Kampf um die Touristendollars. Die Koh Samui Schlangenfarm ist nicht eben überlaufen. Aber Buntawi Sieng Wong hat hier sein kleines Glück gemacht. Kanchana Ketkae ist seine Partnerin auf der Bühne und im Leben. Einst kam sie als Touristin.